Was geht ab, Leute? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega aufgeregt, weil es geht gleich ins Gym. Das erste Mal seit 2 Monaten oder so, oder 2,5 Monaten, geht's ins Gym und ich bin mega aufgeregt. Ich habe den ganzen Tag gewartet, damit es Abend wird, weil heute Morgen konnte ich nicht. Und ich denke, es ist das Beste, wenn man entweder ganz früh oder ganz spät geht. Und deswegen geht jetzt gleich für mich ins Gym. Und ja, ich nehme euch mit und zeige euch, was man so beachten sollte vielleicht, wenn man jetzt ins Gym geht. Das heißt, das perfekte Gym-Equipment für den ersten Tag im Gym. Und außerdem erzähle ich euch, wie ihr den besten Wiedereinstieg ins Training im Gym macht. Ja, also als allererstes brauchen wir natürlich unser Trainingsequipment. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, darf man nicht mehr seine ganzen Sachen so wegschließen und so. Das ist zwar überall so ein bisschen anders im Gym, aber deswegen eine kleine Tasche. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so mitnehme und wichtig ist fürs erste Training bei uns im Gym nach der Corona-Krise. Also, gehen wir das Ganze mal ein bisschen durch. Als allererstes ist natürlich, wir brauchen eine Tasche. Ich nehme eine kleine mit, die ich mit auf die Trainingsfläche nehmen kann und wo, das Nötigste so reinpasst. Sowas wie Protein lasse ich dann zum Beispiel besser sogar im Auto. Ein Wechselshirt brauchen wir natürlich. Dann ein großes Handtuch. Das ist größer als sonst. Normalerweise nehme ich kleinere Handtücher mit ins Gym. Dann natürlich ein Shaker. Den befülle ich mit Wasser schon hier. Und versuche dann halt damit auszukommen. Ja, Proteinpulver. Wie immer brauchen wir das Proteinpulver nach dem Training. Bluetooth-Kopfhörer, damit ich mein Handy nicht anfassen muss mit zwischendurch oder so wenig wie möglich. Dann, das ist so ein Booster-mäßig, gönne ich mir gleich. Portemonnaie, warum Portemonnaie? Ja, weil ihr eure Mitgliedskarte braucht. Das heißt, die Mitgliedskarte ist super wichtig, weil es wird später halt damit getrackt, dass ihr da wart und durch das Check-in und so weiter, haben die einfach eure Daten, wie es in Restaurants zum Beispiel jetzt ja auch ist. Und Agitec, weil warum? Wir sind das erste Mal nach Wochen wieder im Gym und wir brauchen natürlich einen guten Pump. Erstens fürs Gefühl, zweitens, damit wir krass aussehen direkt. Ja, das ist eigentlich schon alles. Ich packe das jetzt alles zusammen in die Bag und dann geht's auf den Weg. Ich bin echt nervös, ich kann es gar nicht glauben. Es ist richtig verrückt. Naja. Ich kann einfach überhaupt nicht trinken. Wenn die Öffnung so groß ist, geht immer schief. Jedes Mal. Naja. Ja, irgendwie habe ich voll das Gefühl, ich habe was vergessen oder irgendwas stimmt nicht. Also, weiß nicht. Sogar ich habe immer so die Gefühle, wenn ich auf irgendwas mich freue, kann ich mich erst freuen, wenn es soweit ist, weil ich immer denke, vorher klappt es eh nicht. Auf jeden Fall denke ich die ganze Zeit, irgendwas geht noch schief, weswegen ich nicht trainieren kann. Naja, gleich wissen wir mehr, gleich wisst ihr auch mehr, ob ich trainieren kann. Los geht's. Ja Leute, das war schon mal ein super Anfang, weil die haben einfach die Öffnungszeiten vom Parkhaus geändert. 21.30 Uhr, wir haben jetzt 20.30 Uhr. Wegen Corona haben die Zeiten vom Parkhaus geändert. Und das Studio dauert bis 23 Uhr auf. Richtig Banane, jetzt muss ich woanders einen Parkplatz suchen. So, okay Leute, ich bin da, jetzt hinterm Busbahnhof hier geparkt. Ich war so lange nicht in Bergisch Gladbach, dass ich voll vergessen habe, wie hässlich Bergisch Gladbach eigentlich ist. Naja, okay, ab ins Training, Leute. Leute, ihr habt es alle gesehen. Ich war tatsächlich im Gym. Ich musste zwar am Arsch der Welt parken, aber
Ich war im Gym. Ja, und auf jeden Fall, es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also erstmal cooles Gefühl, die Leute wiederzusehen, die Trainer, die dort arbeiten, wiederzusehen. Und die ersten Übungen liefen sogar richtig, richtig gut. Aber dann habe ich rapide abgebaut und kann es nicht einmal dichte Shaker geben auf dieser Welt. Dann habe ich rapide abgebaut und wie ihr das verhindert, würde ich euch gerne erzählen zu Hause. Das heißt, wie ihr am allerbesten wieder ins Training einsteigt nach der Corona-Krise beziehungsweise nach dem Lockdown. Und ja, das Ganze erzähle ich euch dann, wenn wir zu Hause sind. Leute, ich bin direkt unter die Dusche gesprungen, erstmal, weil irgendwie fühlt man sich ja doch dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dreckig, aber irgendwie so, dass man sich duschen muss. Und deswegen bin ich erstmal duschen gegangen. Ja, ich lasse übrigens meine Haare wachsen, deswegen sehen meine Haare so aus, wie sie aussehen. Ja, okay. Kurzes Feedback habe ich ja eben schon gegeben. Es war leerer als ich dachte, entspannter als ich dachte, alles nicht so schlimm, trotzdem komisches Gefühl. Aber wie gehe ich jetzt mein Training an und wie solltest vor allem auch du dein Training jetzt angehen? Wichtig ist, ich habe gemerkt, ich habe die ganze Zeit ja durchtrainiert, trotz der Krise, aber ich habe trotzdem gemerkt, ich habe weniger Kraft. Ich habe vor allem, die erste Übung war super und dann rapide abgebaut. Und deswegen habe ich erstmal nicht nach dem alten Plan angefangen. Also ich bin nicht sofort wieder mit dem alten Plan eingestiegen, sondern mache jetzt erstmal ganz easy ein, zwei Wochen, bisschen wieder reinkommen, bisschen in den Flow wieder reinkommen. Das würde ich jedem empfehlen. Nehm dich nicht direkt auseinander, vor allem Coronavirus hin oder her. Man kann jetzt denken, was man will darüber, aber ein starkes Immunsystem ist so oder so wichtig jetzt für dich. Das heißt, pass auf, dass du dich nicht übertrainierst und dein Immunsystem damit unnötig schwächst. Deswegen moderat trainieren, dass das Ganze gesund ist. Mach keine krassen Diäten, mach keine krassen Trainingsreize, ess genug und dann bist du auf der sicheren Seite. Versuch dein Niveau zu halten, nicht schlechter zu werden und wenn endlich diese Krise vorbei ist, haust du richtig rein. Und so wird es vielen gehen, beruflich, im Business, mit dem Training, Firmen wird es so gehen, es wird vielen so gehen, alle, für die meisten ist 2020 gelaufen, aber wir haben viele andere Lebensbereiche, in denen wir an uns arbeiten können und wir haben viele andere Bereiche, wo wir trotzdem nicht verkackt haben, ja, oder wo wir noch viel rausholen können. Und auch beim Training kannst du einfach noch Schadensbegrenzung machen, ja, und für alle, die zu Hause trainieren, macht ruhig weiter, kein Problem. Und tut mir einen Gefallen, bleibt zu Hause, wenn ihr krank seid. Passt auf euch auf im Gym, habt Respekt vor der Sache, fasst euch nicht ins Gesicht, wascht eure Hände regelmäßig, desinfiziert die Griffe, seid respektvoll anderen gegenüber und auch den Trainern vor allem, die sich ja auf jeden Fall irgendwie in eine Art Risiko begeben müssen. Ich muss ja nicht ins Gym gehen. Deswegen, Leute, übrigens, bis meine Haare so lang sind, dass ich die alle zusammen in den Zopf tun kann, wird es wahrscheinlich noch ewig dauern. Ich werde jetzt aber erstmal was zu essen machen. Hab mir ja bisher nur hier den Shake gegönnt. Und ja, deswegen Leute, bleibt gesund, haltet euch fit, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Viel Spaß an alle, die wieder trainieren gehen. Ich habe mich mega gefreut. War einfach cool, wieder so ein bisschen Normalität, auch wenn man merkt, dass es noch nicht ganz wieder normal alles ist. Ja? Okay, wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Ciao.